trete ein für eine Konzeption, also die Postwachstumsökonomie heißt und die in der Tat verstanden werden kann als eine Alternative zur Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Die Zeit, das Konzept einer Postwachstumsökonomie in Gänze hier vorzustellen, habe ich nicht. Und ich habe auch nicht die Zeit, alle Vorbehalte, die ich habe, gegenüber dem bedingungslosen Grundeinkommen hier vorzutragen. Ich will also nur ein paar Aspekte nennen und das mit der Hoffnung verbinden, später nochmal dran zu kommen. Aber jetzt möchte ich was Paradoxes tun. Ich möchte erstmal die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen loben. Ich möchte Ronald Blaschke vor allem loben und viele andere Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die so kompetent durch die Diskussion und das Vorschlagen dieser Konzeption die Gesellschaft an einer Stelle packen, ja, wo sie wirklich eine Schwäche hat, einen blinden Fleck hat. Das ist ganz wichtig und notwendig, nämlich da, wo es um Solidarität geht. Damit sich, also ich meine, allein, dass wir uns jetzt mit diesem Vorschlag, der immer besser durchdacht zu sein scheint und wo immer mehr Menschen auch als Wissenschaftler oder als Top-Experten was beitragen, um die Idee salopp gesprochen rund zu machen, wasserdicht zu machen, indem dieses geschieht, zwingen wir quasi die Gesellschaft, mal wirklich sich damit auseinanderzusetzen und dann auch andersrum zu argumentieren, sind wir denn doch solidarisch, obwohl wir das offenbar im Moment nicht bejahen. Aber da geht es auch schon los mit meinem Problem, denn wenn diese Gesellschaft oder die Mehrheit davon auf die Idee käme, dieses Quantum an Solidarität aufzubringen, das es braucht, um das zu bejahen, ja, also dieses bedingungslose Grundeinkommen einzuführen, dann frage ich mich, wieso ist dann nicht ein Anteil dieses Bedarfs an Solidarität nicht schon längst aufgebracht worden, was man nämlich bräuchte, um einfach die Industriearbeit gerechter zu verteilen. Warum gibt es so viele Menschen, und das ist nicht nur die Mehrheit, das sind 80% etwa dieser Gesellschaft, die beanspruchen, 40 Stunden zu arbeiten. Nicht, weil sie verrückt nach Arbeit sind, sondern weil sie so viel konsumieren wollen und dementsprechend das Geld brauchen. Wir haben eine Mittelschicht im Prinzip im Namen der Befreiung, auch im Namen von Gender und so weiter, eine Mittelschicht in Gang gesetzt, die so viel konsumiert, dass man zwei Einkommensbezieher inzwischen braucht, von denen niemand die Idee hat, einfach weniger zu arbeiten, um denen eine Chance zu geben, die momentan Hartz IV empfangen oder auf andere Weise prekär überhaupt nicht Anteil haben an der Industriearbeit. Das heißt also, das Solidaritätsdefizit, was wir haben, können wir nicht dadurch lösen, dass wir nur einen neuen Vorschlag in die Welt bringen, der abermals an eine Solidarität appelliert, die offenkundig nicht vorhanden ist. Nächster Punkt, Würde und Anerkennung. Das ist etwas, was mir besonders gefällt an der Argumentation, auch wie Ronald Blaschke sie vorgebracht hat. Dazu bekenne ich mich. Es gibt ein Recht darauf, Würde und Anerkennung in einer modernen Gesellschaft zu genießen. Nur frage ich, ich kann das nicht neunmal klug besser wissen, aber ist das wirklich ein Mehr an Würde, wenn jetzt ein Mensch nicht mehr sagt, naja, ich habe ein bisschen Pech gehabt, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Und es wird behauptet, dass dies auf eine Diskreditierung dieses Subjektes hinausläuft. Und ich glaube, das ist so. Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, hurra, ich bin Empfänger eines bedingungslosen Grundeinkommens, macht das einen Unterschied? Oder werden wir dann nicht auch eine Zweiklassengesellschaft haben? Diejenigen nämlich, die also ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, was man ja auch nicht verheimlichen soll, will oder darf, und die anderen, die zu denen zählen, jetzt muss ich ein ganz brutal schlimmes Wort verwenden, die zu den Leistungsträgern zählen im ökonomischen Sinne. Ich weiß, es gibt eine Partei, die dieses Wort immer benutzt und ich bin von der Galaxien entfernt, das werden Sie mir auch glauben. Aber diese Zweiklassigkeit ist dann nicht auszuschließen. Und jetzt der letzte Punkt, damit die beiden anderen, die noch nichts gesagt haben, auch dran kommen, obwohl die Liste hier wahnsinnig lang ist. Aber es gibt einen Begriff, den auch der Ronald Blaschke heute schon benutzt hat, aber nicht so, wie ich ihn gerne verwende. Nämlich Reziprozität. Also ich bin ja nun ein richtiger Wirtschaftswissenschaftler. Man traut mir also nicht zu, dass ich von Kulturwissenschaften, Soziologie, Anthropologie und dergleichen irgendwie Ahnung habe. Richtig. Trotzdem könnte ich ja als Wirtschaftswissenschaftler mal den abenteuerlichen Versuch machen, aus meiner Sicht zu erklären, wie eigentlich soziale Systeme funktionieren, ohne dass sie kollabieren. Und der Begriff der Reziprozität ist da für mich ganz wichtig. Er ist etwas Kybernetisches. Wann kann man verhindern, dass soziale Systeme dadurch kollabieren, dass bestimmte Menschen über ihre Verhältnisse leben, indem sie sich Dinge aneignen, für die sie im Gegenzug keine Leistung erbringen. Und die Reziprozität, also Milton Friedman würde sagen, es ist einfach, es ist ein Markt.
Und auf dem Markt wird über Angebot und Nachfrage und über das Tauschmittel Geld geregelt, wer was nimmt und was dafür gibt. Ja? Und die arbeitsteilige Industriegesellschaft erlaubt es, dieses Geld sozusagen zu erwirtschaften und dann herzunehmen, um reziproke Austauschbeziehungen für Güter und Waren quasi zu unterfüttern. Aber man muss gar nicht so weit gehen. Auch so ein spinnerter Wirtschaftswissenschaftler, wie ich offenkundig einer bin, würde sich vorstellen können, in einer Welt zu leben, wo quasi ohne Geld auch Reziprozität da ist. Wenn ich mir etwas nehme, ja, und weiß, dass ich etwas Gleichartiges oder etwas, was damit in Beziehung steht, zurückgeben muss, verhindert das über diese Rückkopplungsbeziehung, die dann vorhanden ist, dass ich mir einbilde, immer höhere Bedarfe zu artikulieren, ohne dafür etwas geben zu müssen. Und die Idee, dass Menschen ein Recht haben sollen, sich ihre Arbeit oder ihre sinnstiftende Tätigkeit oder auch nur sinnstiftendes Zeitstrukturieren so auszusuchen, wie es ihren Kompetenzen und ihren Präferenzen entspricht, aber dafür nichts geben sollen, was also in gewisser Weise die Leistung abdeckt, die man selber nimmt. So ein System ist für mich nicht lebensfähig. Ich kann nicht Folgendes sagen. Ich trage so ein Jackett und fahre ein Fahrrad. Das Auto habe ich ja nicht. Und es ist für mich unzumutbar, eine Leistung zu erbringen, die irgendwie dazu beiträgt, diese Dinge, die ich fordere, ja, die zu erwirtschaften. Doch fordern tue ich sie ja, weil ich ja für das bedingungslose Grundeinkommen bin und dieses Geld ja dann bekomme, um mir diese Dinge zu kaufen. Also muss ein Chinese oder ein Inder den Job machen. Was für eine Arroganz. Das geht nicht. Es muss diese Reziprozität da sein, um zu verhindern, dass ich über meine Verhältnisse lebe. Und Reziprozität kann auch in einem geldfreien Raum geschehen, indem ich einen Garten bewirtschafte beispielsweise und dort etwas ernte und meinem Nachbarn das gebe, der dann aber eine andere Leistung erbringt, die muss er nicht heute erbringen. Wir müssen die auch nicht über Geld abrechnen. Wir können auch bei einem Rotwein sagen, ach komm, zieh du mir ein Linux-System auf den Rechner, ist schon okay. Aber dieses ist schon okay, ist Reziprozität. Das ist das Soziale, was nicht notwendigerweise kapitalistisch sein muss. Und diese Reziprozität ist für mich deshalb so wichtig, weil ich glaube, dass zu den Pathologien unserer modernen Konsumgesellschaft zählt, dass diese Reziprozität verloren gegangen ist. Ein Mensch, der fremd versorgt, Dinge abruft, eignet sich immer letztlich Leistungen und Ressourcenplünderung an, die von anderen Leuten an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit in irgendeiner Form erwirtschaftet wurden. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was wir uns aneignen und dem, was die Natur und auch andere Menschen, die für uns arbeiten, leisten können, diese Diskrepanz führt zu einer ökologischen Krise und zu vielen anderen Dingen auch. Deswegen ist diese Reziprozität für mich total wichtig. Ich habe noch viele andere Punkte, aber ich möchte das auch noch im positiven Bogen spannen. Muss ich deswegen gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen sein? Nun, also gegen ein Grundeinkommen kann ich schon deshalb nicht sein, weil Roland Blaschke recht hat, wenn er sagt, es gibt ein Menschenrecht. Ich kann nicht die Reziprozitätsidee, die ich jetzt gerade nur grob skizzieren konnte, so pervertieren, dass ich sage, und wenn dann einer nichts kann, lasse ich ihn verhungern. Das darf nicht sein. Deswegen muss es schon eine Art des Grundeinkommens geben, das Menschen davor rettet, irgendwie Menschenrechte zu verlieren oder sogar zu verhungern. Aber, und das könnte sogar bedingungslos sein, aber es muss schon gebunden sein dann an eine Bedürftigkeit. Ich finde es überhaupt nicht entwürdigend, denen, die davon betroffen sind, zuzumuten, das wenigstens kundzutun, das wenigstens auch zu sagen. Das unter Beweis zu stellen, das ist schon wieder eine harte Formulierung. Die ARGE und Hartz IV, das sind Institutionen, die mir natürlich auch auf den Senkel gehen. Das hat auch Herr Hengsbach nochmal zum Ausdruck gebracht. Aber es ist nicht eine Diskriminierung, wenn ich sage, es gibt in einer Gesellschaft Menschen, die bedürftig sind. Und nur um deren Diskriminierung zu verhindern, soll das, was ihnen zusteht, im Sinne von Menschenrechten, plötzlich auch Ackermann und so weiter zustehen. Das finde ich irgendwie ein kleines bisschen schwierig. So, die anderen Punkte werde ich vielleicht später noch in die Diskussion einbringen, aber möchte jetzt die Gelegenheit geben, den noch nicht zu Wort gekommenen was zu sagen. Herzlichen Dank. Pierre Bourdieu, der hat gesagt, wenn also ein Mächtiger und Reicher und einer, der keine Mittel zur Verfügung hat, und sie spielen faktisch ein Spiel, wer ist erfolgreicher, dann ist das nicht offen das Spiel, wer gewinnt. Es ist klar, wer gewinnt. Und jetzt zu sagen, die sollen reziprok sein, das ist sozusagen, das hinkt. Die sollen das sein, aber der Ausgleich muss natürlich ein ganz anderer sein auf diesem Level. Und mir geht es darum, deutlich zu machen, ich weiß nicht, was Herr Ackermann für Sorgen hat, er hat auch Sorgen.
und sicher alle anderen auch, aber was die Menschen haben, die Mühe haben, diese Integration in die Gesellschaft per Erwerbsarbeit sicherzustellen. Und da ist mir der Begriff der Tätigkeit wichtig. Wenn ich eine Bedürftigkeitsprüfung, also selektive Transfersysteme einführe, gibt es ganz klare Ansagen der Sozialwissenschaft und Empirie, grenze ich gerade die Bedürftigsten aus diesem System aus. Das ist nicht bloß bei Hartz IV. So, wir haben 50% verdeckter Armut, weil es ein sehr repressives System ist. Bei allen selektiven, zielgerichteten, auf bestimmte Gruppen gerichteten Sozialtransfersystemen habe ich das Ergebnis, dass sie de facto gerade die Bedürftigsten, gibt es viele Gründe, könnte ich da noch weiter aufführen, ausgrenzen aus dem System, was ihnen eigentlich helfen soll. Deswegen ist das Grundeinkommen für mich eine sehr optimale Lösung.